We begin with a welcome song. You know, there are many common things between South Africa and Bavaria. We have a black party. You have blacks on the government. If you come from America, welcome to Bavaria. But if you come from Africa, no chance in Bavaria. No beer from Grauzimmers, no Weißwurst in Leverkass, nix Hollerie and Hollera, nix Radi Brezen Oberstar. Da kann Johannesburg hat ungefähr 6 Millionen Einwohner. Insgesamt leben 40 Millionen Menschen in dem Land. Davon sind ungefähr 17% weiß, 75% sind schwarz und der Rest sind dann Inder und so die man Colored nennt. Ne? So. Der erste Eindruck, jetzt einmal, wo wir reingefahren sind, rechts und links Townships, so Blechhütten, wo natürlich auf engstem Raum Millionen Menschen zusammengepfercht sind und zusammen wohnen. Was für mich eigentlich, wo ich nie erlebt habe, wo ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Wer ist da hinter Gitter? Also ich darf mir die Frage andauernd stellen, wenn ich rausschaue und sehe einen Stacheldraht vor mir, dann habe ich das Gefühl, ich selber bin hinter Gitter. Natürlich ist die Gambut-Tanzen von den Bergwerken in Goldminen in Südafrika. Has somebody in the family, your grandfather or somebody who was miner, working in the gold mine? Sie glauben, dass durch die Rassentrennung vor allem auch begründet war, um billige Arbeitskräfte zu haben? Ja, wie du hier sehen, gibt es ein Bild von einem der ursprünglichen Goldminen. Da war die Apartheid die strengste, weil die schwarze Arbeiter hat in Kaserne gewohnt, wie in ein Gefängnis. Working like a slave, as they call me, division. During the time of apartheid. Ich glaube, es war verboten, dass sich die unterhalten, dass die reden miteinander. Die haben sie dann so eine Verständigungsmöglichkeit haben die entwickelt, indem sie sich auf die Gummistiefel, wo sie angehabt haben, weil er Wasser war. Und da haben sie sich auf die Gummistiefel geklopft. So, zack, drauf. Und das hat richtig kalt und hat geschneuzt. Und das finde ich ganz interessant, dass das eigentlich, dass sie so eine Tradition richtig entwickelt hat. Dass die Großeltern das wieder an die Eltern weitergeben haben und die Eltern wieder an ihre Kinder. Wie man das tanzt. Also ähnlich wie beim Schürblättler, wo es ja eigentlich eine Tradition gibt, die 100, 200, 300 Jahre wahrscheinlich zurückgeht. Und jetzt beim Spielen, es ist wirklich interessant, weil Musik ist einfach eine eigene Sprache. Du bist sofort beieinander mit den Leuten. It's old Bavarian, South African art, dance art. Okay, packen wir's.